Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiri hier. Und wie wir es vor ein paar Tagen richtig vermutet haben, kommt für das japanische Dokkan Battle ein neuer LR. Und es ist kein anderer als LR Beerus und Whis. Und demnach wird es heute alle Informationen und Details zum neuen LR geben und zu den neuen Karten, die uns erwarten werden. Let's go, wir fangen natürlich sofort an. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, erstmal von der Dokkan Page, Official Page, japanischen Page, die Tweets. Sie haben das Ganze getweetet und der Dude wird auch demnächst online kommen, beziehungsweise, wenn ihr das Video schon gesehen habt, wird er online sein. Denn, kurz mal rüber switchen, und, was meine ich mit der Vermutung? Denn vor ein paar Tagen kam auch die News raus, dass für das japanische Dokkan Battle ein Double Raid Banner kommen wird mit den Charakteren aus Global, den Rage Vegeta und dem Ink Beerus, die es bei uns im Global in dem GSR Banner gab. Aber für das japanische Dokkan Battle werden sie in einem Double Raid Banner kommen und da habe ich dann sofort gesagt, ey, wartet mal, das heißt, es könnte bzw. wird ein neuer LR kommen und ihr habt dann sofort gemeint, du hast recht. Es wird LR Beerus und mein Kumpel Asid hat genau gemeint, ey, warte ab, es wird LR Beerus und Whis. Also er hat es da schon predicted, ganz UI-like. Shoutout an ihn. Und zwar ist es tatsächlich der Fall gewesen. Wann kommt das Ganze online? Wie gesagt, 17. April, 10 Uhr morgens. Und das sollte schon online sein, wenn ihr das Video hier anseht, denn ich drehe das davor. Und das kommt dann danach online natürlich. Wir schauen uns erstmal die Ulti an von Beerus Summer selbst. Ja, das sieht ja ähnlich aus wie ein Hakai-Move, ist leider nicht ganz ein Hakai, das ist so ein Bam-Flick, der haut uns quasi auf die Stirn und ja, wir bekommen dann Schaden. Das ist die Ultra-Super-Attack, Whis hilft uns da dabei quasi, sperrt den Gegner ein, bombt ihn runter und dann kommt Beerus mit dem Planeten. Und am Ende ist es ganz, ganz wichtig, schaut her, witzig meinte ich, wichtig, witzig, zack, Beerus, hör auf, Whis, hör auf, den Eis zu essen, das war wirklich sehr cool. Ihr könnt das Ganze ansehen auf der Twitter-Page, ich habe das Ganze retweetet und getweetet, dass ihr Shoutout an Ayaton HD für die Bilder und Shoutout an Goresh für die Translation, für die Besetzungen natürlich, auf Dokkan Reddit. Das Artwork vom LR Beerus sieht wirklich göttlich aus, eines Gottes gerecht, eines Gott der Zerstörung gerecht und natürlich einem Engel Whis. Es ist LR Beerus und Whis, World Harmony Through Destruction, wirklich sehr coole Karte, sehr cooler Titel. Was kann LR Beerus und Whis, was können sie? Sie geben den Super Strength Charakteren, demnach ist auch ein Super Strength Type, beziehungsweise beide Super Strength Charakteren Ki plus 4 auf HP, Attack und Def 100% oder Extreme Charakteren Ki plus 2 auf HP, Attack und Def 70%. Super Attacks, die erste Ulti macht Colossal Damage, das ist der Fingerflick, den wir gesehen haben und hielt uns um 7% unserer HP, zweite Ulti heißt God of Destruction's Judgment, macht dementsprechend mega Colossal Damage und hielt uns um 12% unserer HP. Seine Passive, er bekommt 80% immer, er hat immer 80% auf seinen Angriff und wenn er einen Angriff bekommt, erhöht sich sein Angriff und die Verteidigung um 60% für 5 Runden. Hier steht auch dran, es steht nicht dran, dass es, also in der Beschreibung, dass es sich stackt. Ich gehe auch nicht davon aus, weil das wäre ein wirklich sehr, sehr brutaler Stack. Das wäre zu OP, auch wenn es ein Gott der Zerstörung und Engel ist. Aber so, wie das ist, nehme ich das hin. Ihr dürft das nicht sehen. Das ist keine flache Passive, das ist wirklich eine gute Passive. Denn er bekommt immer 80% auf seinen Angriff. Und wenn er einmal angegriffen wird, dann stellt ihn, mein Gott, wohin, wo er angegriffen wird. Bekommt er für die nächsten 5 Runden weitere 60% auf seinen Angriff. Dann wären wir bei 140% auf seinen Angriff und 60% Verteidigung. Das ist ein sehr, sehr guter und solider Boost. Und ich finde für Beerus da auf jeden Fall für einen LR-Status, für einen LR-Charakter gerecht. Linkskill, Gott sei Dank gibt es endlich eine Beerus-Karte, die sehr gute Linkskills hat, nämlich Godly Power, Prodigy's Innocence, Connoisseur, Shocking Speed, Fierce Battle, Legendary Power. Er ist in der Kategorie Realm of Gods und Movie Bosses und Realm of Gods Kategorie ist demnach noch ein Ticken asozialer geworden, wirklich ein Ticken viel, viel besser geworden mit LR Beerus und Whis. Dann ist hier noch ein anderer Whis dran. Welcher Whis ist das? Das ist dieser Whis hier. Sein Artwork sieht so aus. Das ist der ursprüngliche SR Physisch Whis, der aus dem Banner-Job er bekommt. Awakening wird dann so aussehen. Und was kann dieser Dude drauf? Beziehungsweise was hat er drauf? Dieser Skill, Physisch Charakter, gibt Equip plus 2 HP, der 50%. Super Attack macht Supreme Damage und May Stun the Enemy. Also ihr seht schon, ist fast ein Ebenbild des Agility Whis, nämlich seine Passive. Wenn die HP 30% oder drüber sind, hat er HP und Attack und Def plus 40%. Aber wenn dann die HP einmalig unter 30% fallen, hielt er euch, beziehungsweise hielt er uns einmalig. Also wirklich ähnlich wie der Agility Whis, nur dass er dann über 30% Leben noch einen anderen Boost hat.
Link Skill, Gartley Power, Shaken Speed, Connoisseur, Gentleman, Brainiacs, Rival Duo und er ist in der Kategorie Moff Gods. Wenn wir uns Release Schedule auf Deep Sea Space anschauen, dann seht ihr auch, welche Karte das wirklich ist. Ich kann es euch gerne mal ganz kurz zeigen. Nämlich dieser SR Weasting, kennt ihr alle wahrscheinlich, der aus dem Bannern droppt. Heißt, wenn ihr ihn schon habt im Global, auf der Global Set, wenn ihr ihn in der nächsten Zeit zieht, dann behaltet ihn, bringt ihn auf SA 10 und in der Zukunft wird er dann natürlich auch im Global erweckbar sein. Und mal zu der Frage, wann das Ganze in Global kommt. Es ist immer so, JPs und so 4 bis 6 Monate voraus. Heißt, in 4 bis 6 Monaten sollte das in Global kommen, wenn nicht sogar früher, wenn es vorgezogen wird, etc. Aber so viel dazu. Gut, dann schauen wir uns noch ganz kurz die SR-Version an von Virus, wie er droppen wird. Und er wird natürlich höchstwahrscheinlich in dem Double Raid Banner sein. Das Ganze wird, wie gesagt, online sein, wenn ihr das Video anschaut. Aber es sollte auf jeden Fall da drin sein. Er sollte dort sein. Natürlich nicht gefeatured. Der letzte LR in JP, der in dem Double Raid Banner war, war Super Saiyan 3 Goku LR. Und da war ja Tapion gefeatured etc. und er nicht gefeatured. Also deswegen haben wir da spekuliert, dass in dem nächsten Double Raid Banner ein neuer LR kommen wird. Und es ist Beerus. So sieht seine SR-Form aus. Wirklich sehr, sehr cool. Die Pose kennt man wahrscheinlich vom Anime natürlich, aber auch von Fighters. Seine Theorie-Version, beziehungsweise schauen wir uns mal an. Was braucht man denn, um ihn zu awaken? Nämlich 7 Medaillen von dem Dokkan von Whis. von Beerus natürlich. Dementsprechend bekommt er nach diesem Awakening Fierce Battle und bei seinem Teo-Version, das Artwork sieht auch sehr cool aus, um ihn von der Teo-Version auf seinen LR-Status zu bringen, braucht man 7 Medaillen von Beerus, Whis, Vegeta, nochmal Beerus und Bulma. Das sind quasi aus den Story-Events von Beerus und Whis. Heißt, wenn ihr diese Medaillen schon habt oder wenn die Story-Events in Globe wieder kommen, ihr sie im Barbershop seht, dann könnt ihr sie auf jeden Fall schon mal kaufen, einsparen, etc. etc. Und ganz klar seine LR-Version. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, diese Dudes, natürlich kommen auch Rage Vegeta, ja, die werden dann gefeatured sein im Banner und in Beerus, aber hauptsächlich LR Beerus wird dann nicht gefeatured sein im Banner, ein neuer LR. So sieht das Ganze aus, Leute, ich hoffe, die ganzen Informationen haben euch dementsprechend gefallen. Sie kommen bzw. sind dann schon online im japanischen Dokkan Battle. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück beim Pullen, wenn ihr dafür zieht und wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.